Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu Corona Klartext. Für Klartext sind Sie bekannt, Herr Dr. Georg Schneider. Herzlich willkommen hier im Rathaus. Scharfe Kritik haben Sie geübt am Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Was hat Sie dazu veranlasst? Ja, es ist das gleiche Problem, wie wir es damals hatten mit dem Astra-Impfstoff im Mai diesen Jahres. Mitten in eine laufende Kampagne, wo gesagt wird, wir brauchen mehr Erstimpfungen, wir brauchen mehr Impfungen ab 12, wir brauchen mehr Boosterimpfungen, wir müssen die ambulanten Pflegedienste durchimpfen, wird der Impfstoff drastisch reduziert auf 2,9 Millionen Impfdosen pro Woche an die niedergelassenen Ärzte, die wir uns jetzt auch mit den Impfzentren teilen sollen. Alleine vom BioNTech-Impfstoff, der Moderna-Impfstoff ist auf 6 Millionen Dosen reduziert. Auch da ist absehbar, dass diese Dosen nicht reichen werden, um die Impfkampagne aufrechtzuerhalten. Bei keinem anderen Impfstoff wird so viel nachgefragt, welcher es gerade ist, als beim Corona-Impfstoff. BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Wie sieht die Wirksamkeit von Moderna aus? Jens Spahn sagt ja plötzlich, das ist der Rolls-Royce, wenn jetzt BioNTech der Mercedes ist. Moderna, das allerhöchste der Gefühle. Wie ist die Wirksamkeit von Moderna? Ja, es gibt ja verschiedene Studien, die zeigen, dass Moderna mindestens gleich gut ist wie der BioNTech-Impfstoff, wenn nicht sogar in bestimmten Auffrischungssituationen, beispielsweise nach Astra-Tacken, besser. Wir haben jetzt einen neuen Impferlass vom 26. November 2021 und entsprechend der STIKO-Empfehlung soll die Auffrischungsimpfung immer mit einem mRNA-Impfstoff gemacht werden, unabhängig davon, was jetzt gerade verfügbar ist. Ist einer der beiden Impfstoffe verfügbar, also BioNTech, Pfizer oder Moderna, soll damit aufgefrischt werden, rein auf BioNTech kann man nicht mehr gehen. BioNTech wird zurückgehalten werden müssen für die 12- bis 30-Jährigen, die damit geimpft werden müssen. Moderna steht ab 30 zur Verfügung. Die Impfzentren, auch das Impfzentrum in Paderborn, impft mittlerweile ab 30 ausschließlich Moderna. Da werden wir in den Praxen auch hinkommen. Das ist völlig in Ordnung. Die Zahlen sind gut. Da gibt es gute Studien auch vom Helmholtz-Institut. Das kann man machen. mRNA-Impfstoff als Auffrischung. Mit Vektorimpfstoffen frischen wir nicht auf. Und dann an die Zeiten halten. Das heißt, Johnson & Johnson nach 4 Wochen auffrischen. Alle anderen Impfungen, Impfkombinationen, Astra-BioNTech, Astra-Moderna, BioNTech-BioNTech, Moderna-Moderna, nach 5 Monaten frühestens auffrischen. Das Thema Boostern haben wir ja schon vor einigen Wochen angesprochen. Jetzt ist die Boosterwelle natürlich in Gang gekommen. Viel zu spät, wie ich meine. Eigentlich wusste man dies schon im Sommer. Aber jetzt gucken wir nach vorne. Was sollen die Menschen tun? Ab wann sollen sie boostern gehen? Also es sollen alle Risikogruppen, alle Patienten über 60, alle chronisch Kranken ab sofort sich nach dem 5. Monat mit BioNTech oder Moderna impfen lassen. Sie müssen einen Termin zur Boosterimpfung machen. Sie müssen keinen Termin mehr für BioNTech machen. Sie müssen einen Termin zur Boosterimpfung machen. Viele BioNTech-Termine werden im Rahmen der Boosterimpfung mit Moderna geimpft werden müssen, was völlig korrekt ist, weil eben der Impfstoff da ist. Ansonsten kommen wir mit der Kampagne nicht weiter. Wir sehen jetzt schon, dass auch der Impfstoff für Moderna kongentioniert werden muss. Wir kommen mit 6 Millionen Dosen pro Woche in Deutschland kaum weiter. Und Sie als Hausärzte haben natürlich die gesamte Last jetzt zu tragen. Wir unterstützen das bei unseren Impfkampagnen. Nichtsdestotrotz müssen wir nochmal, glaube ich, den Zuschauerinnen und Zuschauern klar machen, was es bedeutet, wenn die Wirksamkeit nachlässt. Über 4 Monate habe ich im Grunde genommen über 90% Wirksamkeit und plötzlich fällt das Ganze runter bis auf unter 50%. Das heißt, ich bin auch als Geimpfter anfällig für Infektionen. Ja, natürlich. Das wusste man vorher auch, dass das maximal 4 oder 5 Monate andauern wird. Man hat es uns auch nicht rechtzeitig gesagt. Das ist ganz wichtig. Die Abnahme der Antikörper hängt ja davon ab, wie intakt mein Immunsystem ist. Je jünger ich bin, je intakter ist mein Immunsystem. Deswegen gelten alle Auffrischungsimpfungen in Deutschland auch erst ab 18 Jahren und nicht vorher. Sage ich gleich noch was zu. Ganz wichtig ist eben jetzt erstmal die älteren Gruppen 80, 70, 60 zu impfen, die chronisch Kranken, die Patienten unter immunsuppressiver Therapie, aber eben auch alle beruflich exponierten Feuerwehr, Verkäuferin, es müssen Rettungsdienste geimpft werden. Jeder, der vor 5 Monaten seine Erst- und oder Zweitimpfung bekommen hat, soll geimpft werden. Hat er Johnson & Johnson gekriegt, darf er sich schon ab der 4. Woche boostern lassen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir hoffen, dass die Boosterimpfung durch die Antikörperbildung zu einem längeren Erhalt der Impfung führt und dass wir nicht dann in 4 bis 5 Monaten die 4. Impfung machen müssen. Auch wir sehen das gerade bei unseren Zahlen in Höfloff, auch bei den Namen. Da sind viele Geimpfte dabei, die inzwischen zu den Infizierten gehören. Manchmal ganze Familien, das heißt, einer bringt es mit in den Haushalt und schon ist die ganze Familie infiziert. 131 haben wir aktuelle Fälle. Von daher auch mein Appell, gehen Sie bitte boostern, frischen Sie Ihre Impfung auf, damit Sie weiterhin geschützt bleiben. Doch nun kommt Südafrika, die Omikron-Infektion droht uns auch in Deutschland jetzt immer mehr einzuholen, wie wir das bei den vergangenen Wellen kennen. Wird auch dieser neue Mutationsstoff uns irgendwann überholen? Was für Sorgen
breitet Ihnen diese Mutation? Ja, das ist durchaus zu befürchten. Wir haben ja weltweit schon jetzt innerhalb weniger Tage über 1000 positive Omikron-Fälle, in Deutschland auch schon welche. Die Durchseuchung ist damals wie bei Delta auch deutlich höher. Omikron ist angekommen, ist in Deutschland angekommen, ist garantiert auch schon in Nordrhein-Westfalen angekommen. Alles andere ist Rätselraten, wie die Mutationen sich auswirken, ob die Mutationen auf irgendeinen Impfstoff ansprechen. Man weiß es nicht, man geht davon aus, dass man sowohl mit AstraZeneca als auch mit Johnson, aber eben insbesondere auch mit den Boosterimpfungen gut geschützt ist vor einem schweren Krankheitsverlauf, vor einem Verlauf im Krankenhaus und natürlich vor Todesfällen. Kommen wir zur Impfung unter 12-Jähriger. Die ist jetzt ja von der STIKO auch bei uns freigegeben worden. Was empfehlen Sie den Eltern für ihre Kinder? Also es ist momentan erst freigegeben von der EMA. Die STIKO hat noch keine Stellungnahme dazu rausgegeben. Das wird Ende des Jahres erwartet. Die STIKO wird im Dezember eine Empfehlung rausgeben für Impfungen unter 12-Jährige. Absehbar ist jetzt schon bei den laufenden STIKO-Diskussionen, dass möglicherweise primär eine Empfehlung für schwer vorerkrankte Kinder rauskommt, Diabetiker, übergewichtige, herz- und lungenkranke Kinder, und dass man dann eben erst auf weitere Indikationen geht. Wir haben auch gar nicht genug Impfstoff, um jetzt zu sagen, okay, wir fangen jetzt an bei den 5-Jährigen und gehen bis 11 Jahren hoch. Dann muss man das Ganze logistisch umsetzen. Da sind momentan die Impfzentren im Gespräch, dass man sagt, wir machen spezielle Impfsprechstunden für 11- und 10-Jährige, also für die unter 12-Jährigen bis 10-Jährigen. Das ist ein maximaler Aufwand, da muss man die Angehörigen, die Eltern beraten. Das ist natürlich auch eine juristische Sache, weil es ja ein Eingriff in das Leben des Kindes ist. Und dann wird man gucken, ob die Kinder- und Jugendmediziner irgendwann in der Gruppe der unter 10-Jährigen, also der 9- bis 5-Jährigen, weiterimpfen. Das ist also nicht so, dass man sagt, mein Kind wird am 20. Dezember 11 Jahre und dann ist sofort Impfstoff da, dann kann ich es impfen lassen. Das weiß man alles noch nicht. Die Gruppe hilft uns von der Anzahl auch nicht unbedingt weiter. Die Krankheitsverläufe sind relativ milde. Uns fehlen immer noch 10 bis 15 Millionen Erst- und Zweitimpfungen. Alle die, die sich hätten ab Sommer als Erwachsene schon hätten impfen lassen können, die brauchen wir jetzt. Ansonsten nimmt das Ganze einen ganz unguten Verlauf und wird mit massiven Kontaktbeschränkungen enden. Weihnachten rückt näher. Was raten Sie jetzt denjenigen, die geboostert sind oder denjenigen, die zweimal geimpft sind oder denjenigen, die gar nicht geimpft sind? Haben die unterschiedliche Kontaktmöglichkeiten jetzt bis in die Weihnachtszeit hinein oder sollte man allen im Grunde genommen empfehlen, möglichst Kontakte zu vermeiden, weil alle ein Ansteckungsherd sein können? Ja, das ist mittlerweile so, dass alle ein Ansteckungsherd sein können, auch wenn sie als Geimpfte nicht so lange und nicht so viel Viruslast weitergeben können, auch wenn sie als Geimpfte nicht selber schwer krank werden können im Sinne von Klinik, Intensivmedizin, Beatmung und Todesfall. Aber es ist mittlerweile völlig egal, ob ich 2G, 2G plus, ob ich POC-Test mache oder dann noch ein PCR eine Stunde vorher. Das Infektionsgeschehen ist so diffus, die Durchseuchung ist so hoch aufgrund der Nicht-Geimpften. Da muss man wirklich sagen, den Impfnachteil, den wir haben, durch 15% fehlende Impfung im Erwachsenenalter, werden wir bis weit in den Januar oder Februar, wir können jetzt schon mal sagen, 2x21 Tage, Stand heute, dann sehen wir erst, was in den Kliniken landet. Das Gesundheitswesen stationär ist völlig überlastet. In Münster-Osnabrück sind ja aus Bayern schon die ersten Maschinen gelandet, um Intensivpatienten aus München hier zur Versorgung zu bringen. Wir werden bald selber keine Betten mehr haben. Wir sind im Kreis Paderborn im Rettungsdienst teilweise schon in der Notzuweisung. Das heißt, es wird nur noch geguckt, wo ist ein Krankenhaus, das den Patienten aufnehmen kann. Freie Krankenhauswahl, nächstes Krankenhaus. Das werden wir über die Feiertage nicht mehr erleben können. Herr Dr. Schneider, die Politik in Berlin hat vollkommen versagt. Sie sind einer der wenigen, denen wir noch glauben in dieser gesamten Pandemie. Was raten Sie der Politik, um uns jetzt endlich auf gesunde Füße zu stellen? Also wir dürfen auf keinen Fall immer wieder sagen, das muss man machen, das muss man machen, das werden wir besprechen, das werden wir besprechen am 6. Dezember, das werden wir besprechen am 9. Dezember. Wir hören jetzt seit mindestens 10 Wochen gute Vorschläge von Herrn Lauterbach, von Herrn Spahn, von Herrn Scholz. Es sind ja alle wirklich gut dabei, auch die Ministerpräsidenten der verschiedenen Bundesländer. Aber es sind immer nur Vorschläge. Jeden Abend in jeder Sendung kommt, das könnte man machen, das könnte man machen. Es muss jetzt in dieser Woche was geschehen. Ansonsten wird es ein ganz trauriges Weihnachten. Und da malt ja Drosten sicher nicht schwarz. Das wird so sein. Lockdown? Ich gehe davon aus, wenn nicht diese Woche andere Maßnahmen greifen, die wirklich auch zu Kontaktbeschränkungen führen, dann wird es nicht nur einen Lockdown für Ungeimpfte geben, dann wird es einen Lockdown für uns alle geben.
FFP2-Maske wieder verstärkt tragen. Ja, FFP2-Maske, Abstand halten, Hygiene. Wir müssen genau da wieder hinkommen, wo wir am Anfang waren, wo wir gut mitgefahren sind, wo wir viele Infektionen verhindert haben, wo wir auch viele Menschenleben geschützt hatten, als wir nichts hatten. Das Problem ist die Abnahme der Antikörper, die wir bei vielen Patienten verzeichnen, die wir nicht so schnell boostern können. Und das Problem bleiben die Ungeimpften, die ja jetzt auch kommen. Aber jetzt ist eine Phase da, wo wir im Boostern sind. Da steht dann auch nicht genug Impfstoff da. Der muss natürlich von der Politik besorgt werden. Wir hören viele Horrorszenarien derzeit, die auch für die Zukunft uns angedeutet werden. Haben Sie noch ein versöhnliches Wort, ein Wort der Hoffnung kurz vor Weihnachten? Ja, ich persönlich glaube, dass wenn wir uns daran halten, dass wir auch in den nächsten 3 bis 4 Wochen Kontakte reduzieren, wenn wir auch wieder genau gucken, wie beim letzten Jahr, nicht mit allen auf einmal treffen, eventuell vorher auch einen PCR-Test machen, gucken, dass man noch seine Boosterimpfung bekommt. Die Boosterimpfung ist ja nicht so, dass man wieder sagt, jetzt brauche ich noch mal 14 Tage. Nach 8 bis 10 Tagen habe ich auch Antikörper. Dass man sagt, es ist noch genug Zeit da. Wir planen ja auch in Hövelhof noch Aktionen. Die Hausärzte sind ja auch mittlerweile richtig gut im Rennen. Wir haben letztes Wochenende die Aktion von Frau Fröse, Herrn Smolnik und der Praxis von Herrn Engeling gehabt. Das waren wieder weit über 1000 Impfungen. Wir planen ja noch weitere vor Weihnachten. Haben wir die Boosterimpfung eine Woche im Arm, dann habe ich auch schon wieder Antikörper, die mich schützen und die natürlich auch dazu beitragen, dass ich, selbst wenn ich einen positiven Test hätte, meine Viruslast so gering habe, dass ich nicht lange und nicht intensiv ansteckend bin. Und das ist das Wichtige. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen, aber auch allen Ärztinnen und Ärzten in Hürlhof herzlich danken für Ihre Aktion, aber auch diejenigen, die ehrenamtlich unterwegs sind, derzeit von der Freiwilligen Feuerwehr, vom Caritas Altenzentrum, all diejenigen, die auch aus unserer Verwaltung heraus ehrenamtlich derzeit bereitstehen, um diese Impfaktionen durchzuführen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Schön, dass wir so etwas in Hürlhof haben. Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit und kommen Sie gut und gesund dadurch.